Herzlich willkommen auch zur Make Munich. Mein Name ist Christian C. Ich bin mit meinem Freund und Kollegen Herbert Greger da. Ihr findet uns auch am Stand 50. Geht um IoT, IoT Monitoring, Do-it-yourself, Hausautomation. Deswegen auch der Titel der Präsentation heute. Gute 20 Minuten sind relativ knapp, um all diese Themen abzuhandeln. Aber ich bin guter Dinge, dass man so ein paar Eindrücke mitnehmen kann. Und vielleicht ist für den einen oder anderen von euch auch was Praktisches dabei. Graustufenbild freilich, 50 Shades of Grey. Sieht man die grauen Haare nicht. Ihr könnt mich alles so gut verstehen? Okay, also wenn ich zu laut bin, dann gibt Zeichen. Wenn wir mal über das Internet der Dinge sprechen, IoT, IoT, wie das in den USA auch gerne genannt wird oder international, dann haben wir immer diese Kennzahlen 50 Billionen verbundene Geräte bis 2020. Und das kommt nicht irgendwo her. Das war ursprünglich der Ericsson former CEO Hans Vestenberg, Dave Evans. IBM liegt da ungefähr bei einer Trillion. Etwas konservativer betrachtet haben wir die Leute von Gartner, also das Analysehaus. Die sagen, wir liegen da ungefähr um die 20,2 Billionen bis 2020. Und dabei sind Endgeräte wie Notebook, iPhone, Tabletcomputer etc. schon rausgerechnet. In jedem Fall würde ich das Gleiche behaupten wie Harriet Green, die da sagt, Cloud Computing und das Internet der Dinge werden ganz, ganz drastisch den Umgang mit der physikalischen Welt verändern. Der Ablauf im Folgenden. Es gibt am Anfang so ein paar Buzzwords, über die ich gerne sprechen würde, damit man mal verstanden hat, um was es da eigentlich geht, wenn man von Edge Computing spricht. Danach kommen wir zu den Verbindungsmöglichkeiten im IoT-Bereich, also Funk, nicht Funk, welche Optionen habe ich denn da? Und dann gehen wir in den Hausautomationsbereich und gucken uns mal an, wie man auf die einfache Art und Weise das eine oder andere Projekt umsetzen kann. So, die ersten 3 Minuten habe ich schon weg. Edge Computing. Was ist Edge Computing? Eine Idee? Also die Frage höre ich öfter. Und immer, wenn mich jemand fragt, Christian, was ist denn Edge Computing, gibt es immer die gleiche Antwort. Edge Computing ist Fog Computing. Damit ist die Frage nicht geklärt, aber die Folgefrage kann ich gleichzeitig damit erklären. Also Fog Computing stellt ein Konzept dar, um die Rechenleistung in die Nähe von Benutzern, Sensoren, Geräten, Maschinen etc. zu bringen. Ein kleines Wortspiel bei der Gelegenheit, das ist ungefähr genauso wie Nebel, also die Cloud, eine Wolke, Fog am Boden ist. Data Processing at the Edge. Ihr habt schon gemerkt, die Folien sind auf Englisch, das haben wir deswegen so gemacht, falls der eine oder andere Nicht-Muttersprachler Deutsch dabei ist, kann man das vielleicht ansatzweise noch parallel mitlesen. Edge Computing zusammengefasst meint also die Verlagerung von Rechenleistungen, Anwendungen, Datenservices unmittelbar in die logische Randstelle eines Netzwerkes. Und diese logische Randstelle, der Rand, das eben ist die Begrifflichkeit Edge. Freilich kommt auch das aus dem Englischen. So, und dann gibt es Vorgänge, die vor Ort geschehen müssen und es gibt Vorgänge, die eben nicht vor Ort geschehen müssen. Und für diese Zwecke kann man dann individuell entscheiden, sind meine Daten eher an der Edge zu sehen oder geht es da mehr um den Bereich Cloud Computing. Oftmals ist ja auch der Mittelweg das Maß der Dinge, wenn beide Faktoren zutreffen. Wenn ich jetzt Edge Computing im IoT-Bereich, im Hausbereich sehe, was könnte das sein? Und da hatte ich tatsächlich vor einigen Monaten meinen Freund, der sagt, stell dir vor, meine Frau macht Bio. Da sage ich, gut, nein, nein, wir machen jetzt richtig Bio. Die Frage war, wie macht man richtig Bio? Wir haben Hühner im Vorgarten. Und genau das ist das Ding. Irgendwann hat man im Herbst erkannt, die Hühner brauchen Licht, die Tage werden kürzer, die Nächte länger. Dann kam der Winter, man braucht es auch noch warm, zumindest das Huhn braucht es warm. Und dann sind wir genau an dieses Edge-Computing-Thema gekommen. Und dann haben wir dementsprechend mit Ledunia auf ESP8266-Basis genauso etwas umgesetzt. Das heißt, wenn Schwellenwerte erreicht werden, wenn es zu kalt wird, dann sorgt der Microcontroller dafür, dass die Heizung angeschalten wird oder dementsprechend das Licht. Und das Licht ist nicht ein ganz normales Licht. Irgendwie kam er auch noch auf die Idee, dass wir ein bisschen Ambilight, kuschelig für das Huhn in rosa etc. den Hühnerstall beleuchten müssen. Haben wir gemacht.
Welche Möglichkeiten der Verbindung habe ich? Da gibt es eine ganze Menge. IoT und IIoT, also das Thema Industrie 4.0, wie wir es hier in Deutschland nennen, die sind sich ja sehr ähnlich. Sie unterscheiden sich manchmal in den Verbindungen und in der Art und Weise, wie wir diese Verbindungen aufbauen. Grundsätzlich aber ziemlich identisch. Ich habe jetzt mal exemplarisch ein paar Dinge rausgepickt, die wir vielleicht alle auch schon kennen. Wenn wir bei Bluetooth mal anfangen wollen, das ist Short-Range Communication. Da geht es um Dinge, die an Geräte, die wir in der Nähe ansprechen. Deswegen hier auch Key for Wearable. Das ist definitiv das Maß der Dinge, wenn es um Wearables im Allgemeinen geht. Sehr spannend dabei ist der neue Standard Bluetooth Low Energy, BLE. Der hat ansatzweise die gleiche Reichweite, aber einen deutlich reduzierten Stromverbrauch. Kennen wir alle. Smartwatch. Kommuniziert mit eurem Smartphone und so weiter und so fort. Okay. Ja, also sind wir wieder da. Wearables. Wie funktioniert es? Grundsätzlich gibt es einen Kern. Das kann Microcontroller sein, was auch immer. Wird betrieben mit der Batterie oder mit dem Akku. Wir haben eine Antenne, die funkt. Und dann haben wir eine Anzahl an Sensoren. Wenn wir mal so ein Fitnessband mal bleiben wollen, haben wir da drin Kompass, vielleicht Beschleunigungssensor, GPS, Batterielevel, der ausgelesen wird und so weiter und so fort. Das ist die Sensorik. Und die kommunizieren nun per Bluetooth, BLE, mit dem Smartphone. WLAN, brauchen wir nicht drüber sprechen, kennen wir. Vorteil beim WLAN, hoher Datendurchsatz, standardisiert, klar, mehrere hundert Megabit pro Sekunde. Es mag ein bisschen sehr viel Strom verbrauchen. Und wenn ich jetzt IoT betrachte, wenn wir jetzt unseren Hühnerstall ohne Stromversorgung monitoren möchten, haben wir ein Problem, denn da geht jeder Akku innerhalb der kürzesten Zeit in die Knie. Das ist aber auch kein Thema. Wenn wir überlegen, zu Hause haben wir vielleicht, der eine oder andere von euch, die Wetterstation. Ganz klassisch. Da gibt es ein Display, also ein Bedienteil, das steht in der Wohnung. Und auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten haben wir einen Sender. Dieser Sender, der funkt aber auch nur alle paar Mal pro Stunde. Der ist nicht 7,24 jede Sekunde online. Das tut er nicht. Alles, was dazwischen passiert ist, er schaltet sich ab. Er geht in den Tiefschlafmodus und wacht erst dann wieder auf, wenn die nächsten Daten übertragen werden. So Pi mal Daumen, 10 Mal pro Stunde. Und das heißt, wir sparen trotz WLAN im IoT-Bereich immer noch, wenn es um Batteriebetrieb geht, ordentlich Strom. Reichweiten so um die 50 Meter, kommt ein bisschen auf die Technologie an, 2,4 und 5 Gigahertz Band. Und das ist im Prinzip auch schon das eigentliche Problem. Wir haben viele, viele Standards, die genau in diesem nicht regulierten Bereich funken und sich gegenseitig stören, dann haben wir Interferenzen. Wenn es mal ganz weit gehen soll, na klar, dann habe ich immer noch meinen Mobilfunk. Wir haben GSM, wir haben UMTS, also 3G, 4G und die Reichweiten sind doch einigermaßen erstaunlich. Ich kann aus dem GSM-Bereich 35 Kilometer bis zum nächsten Funkmast überbrücken und dementsprechend auf HSPA komme ich mitunter auf 200 Kilometer. Wenn ich das genauso kombiniere, ich habe meine Messsonde irgendwo in der Pampa stehen, im Wald von mir aus, mit einer Batterie betrieben und ich gehe über HSPA, das mache ich einmal am Tag und transferiere meine Daten, dann kann ich in unserem Beispiel mit Ledunia durchaus mit einem ganz normalen Akku bis zu einem halben Jahr überbrücken und meine Messdaten transferieren. Zigbee, da sind wir definitiv im Do-it-yourself-Bereich, sehr beliebt, auch in der Maker-Szene. Zigbee Pro und Zigbee, die sind da relativ ähnlich, aber auch die operieren im 2,4 Gigahertz-Bereich und von der Reichweite liegen wir da in etwa 100 Meter, kommt ein bisschen auf die Bausubstanz an, gerade wenn wir das in den eigenen vier Wänden tun. Der Vorteil dabei ist, sehr geringer Stromverbrauch, hohe Sicherheit, absolut robust, würde ich definitiv unterschreiben und super skalierbar. Datenübertragungsraten max 250 Kilobit pro Sekunde. Z-Wave geht in die gleiche Richtung. Z-Wave ist allerdings im Sub-Gigahertz-Bereich unterwegs. Und das hat einen großen Vorteil. Jetzt habe ich nicht mehr diese Überlappungen mit einem 2,4 Gigahertz-Band, wie beispielsweise im WLAN. Da bin ich jetzt außen vor, arbeitet auf 900 Megahertz, 30 Megabyte Range und lässt sich auch ähnlich wie Zigbee super skalieren. IoT-Protokolle, da könnten wir alleine schon den ganzen Tag drüber sprechen. Ich habe jetzt einfach mal exemplarisch zwei Sachen rausgepickt, damit wir das alles in den 20 Minuten, jetzt habe ich ja noch 10, einigermaßen unterbringen.
Die Frage ist, was möchte ich denn? Geht es um Infrastruktur? Dann habe ich klassischerweise immer noch mein IPv4 oder IPv6. Geht es um Identification? Auch IPv6. Geht es um Data-Protokoll? Ja, dann bin ich bei einem Thema, das habt ihr zumindest mal gehört, denke ich mal, MQTT. COPE, ursprünglich mal entwickelt Ende der 80er für eine Ölplattform, ging also auch hier um einen kleinen Footprint, also mit einer langsamen Leitung relativ vernünftig und schnell Daten zu übertragen. Und ansonsten klassisch Sockets und Nodes. Da gucken wir mal rein. Wie funktioniert MQTT eigentlich? Da springen wir drüber aus Zeitgründen. Es ist relativ einfach und das ist auch so die Überleitung zum Thema Hausautomation. Wir haben in der Mitte in der Regel einen Broker sitzen. Und wir haben jetzt hier Client A, Client B und Client C. Client B und Client C übertragen, oder beziehungsweise hier, Publisher ist Client A. Client A sendet an den Broker den Messwert von der Temperatursonde 22,5 Grad. Und die Client C und B, die konsumieren diese Daten, weil der Broker diese Daten weiterleitet an den Client C und B. Das ist das Modell mal ganz einfach beschrieben, wie es mit MQTT läuft. Falls der eine oder andere sagt, ich habe von IoT keine Ahnung, ich würde mir das gerne mal angucken, dann gäbe es noch eine andere Möglichkeit, so die ersten zarten Gehversuche in diesem Bereich mit IFT, wird tatsächlich so ausgesprochen, if this, then that. Beispiel Social Media, wenn ein Retweet einkommt, dann bitte schalte im Partyraum die Partybeleuchtung an. Solche Dinge kann ich relativ simpel mit IFT umsetzen, mehr dann allerdings in der Regel auch nicht. Smart Home. Wir nennen das Thema heute Druckbetankung. Okay? Wie läuft mein Smart Home? Na gut, das kennen wir. Zu Hause haben wir dann irgendwo Sensoren, wir haben Aktoren, wir haben in irgendeiner Form ein Bedienteil, das kann an der Wand sein. Wir können das teilweise mit dem Mobile-Phone oder mit dem Smartphone betreiben. Es gibt möglicherweise ein Webinterface noch dazu oder es wird über die Cloud gesteuert. In jedem Fall Beispiele: Licht, Heizung, Ventilator, Klimaanlage, Sicherheitstechnik oder Home Appliances, ganz spannend, gibt es ja mittlerweile sogar die IoT-Öfen. Und wenn ich mir vorstelle, ich stelle meinen Ofen ein auf Schweinebraten und 20 Minuten später ist das Ding richtig gegart, das kann für jemanden, der nicht kochen sein kann, spannend sein. Für meine Zwecke geht das ein bisschen zu weit, aber auch ja, das haben wir. Das Problem, was wir immer wieder sehen, im Zusammenhang mit der kommerziellen Lösung ist, man entscheidet sich für ein System, man ist zufrieden und plötzlich hast du einen neuen Punkt, wo du sagst, jetzt hätte ich gerne noch die Markisensteuerung dazu, gibt's nicht. Und weil es gibt's nicht gibt, haben wir das Problem, was nun? Nächster Hersteller, fangen wir wieder von vorne an, geht ins Geld. Das war der Punkt für uns, wo wir gesagt haben, es muss eine andere Möglichkeit geben, es muss einfacher gehen. Und dann hast du genau den Punkt erreicht, den Napoleon schon vor ein paar hundert Jahren entdeckt hat. Das Motto quasi der Maker-Szene, wenn du willst, dass was gut wird, mach es selbst. IoT, welche Geräte haben wir? Ich würde da mal kategorisch trennen. Auf der einen Seite haben wir das Thema Microcontroller. Dazu zählen Node-MCUs oder unser Projekt Ledunia, die Arduino-Welt und auf der anderen Seite stehen die Microcomputer. Der Microcomputer, das ist der Name Programm. Da habe ich ein Betriebssystem, Windows IoT oder alle Linux-Derivate, die dementsprechend auch auf dem Raspberry Pi laufen. Es wäre ein Overkill, wenn ich jetzt hergehen würde und sagen, ich messe mit dem Raspberry Pi Temperatur. Ja? Das verlagern wir bitte in Richtung Microcontroller Unit, denn diese Dinge sind genau dafür geschaffen. Die arbeiten in Schleife, es gibt kein klassisches Betriebssystem. Die sammeln Daten, messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit und übertragen das dann an den Broker, wie mit MQTT beispielsweise, oder ihr schickt die Daten in die Cloud oder zu einer Monitoring-Lösung wie PRDG. Wie funktioniert's? Ganz einfach, Sensor kaufen, Sensor anstecken. Sensoren gibt es eine ganze Menge. Da kann auch mal die Drohne mit gemonitort werden oder auch gesteuert werden. Was Ledunia anbelangt und was die ganze MCU-Schiene angeht, es gibt verschiedene Protokolle, die wir unterstützen. I2C, Pulsweitenmodulation, SPI, serielle Schnittstellen und so weiter und so fort. Das heißt, ihr seid da relativ wenig begrenzt, was die Sensoren anbelangt. Das ist auch relativ einfach umzusetzen. Es gibt dafür, Gott sei Dank, eine ganz große Palette an Programmiersprachen, die wir anwenden können. Klassischerweise für jeden, der damit beginnt, würde ich Arduino empfehlen. Ich komme gleich dazu, warum. Ansonsten MicroPython, Lua, JavaScript Basic, Mongoose OS und so weiter und so fort.
Warum Arduino? Ganz einfach, weil es dafür diese verschiedensten Sensoren in der Regel die passende Bibliothek gibt. Ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich kann die Bibliothek für den Temperatursensor benutzen und dann muss ich mich nur noch darum kümmern, wie lese ich die Information aus und wo soll sie hin? Nämlich in die Cloud, in mein Monitoring, in mein Smart Home, Open Hub zum Beispiel. Das ist alles relativ einfach. Falls sich jemand mal mit der Thematik weiter auseinandersetzen möchte, vielleicht noch ein paar Informationen dazu. Guckt bitte, dass diese Komponenten, diese MCUs dann in Breadboard-kompatibel sind, 2,54 mm Raster, dann kann man dementsprechend hier, wie in dem Beispiel, ganz einfach seine Sensoren oder Displays anstecken und die ersten Gehversuche und Tests unternehmen. Hausautomation läuft also folgendermaßen ab. Ich auf der einen Seite habe ich die Sensoren, Temperatur, Lichtstärke. Diese Information geht an das Hub, Open Hub beispielsweise, kostenlos, läuft auf dem Raspberry Pi. Dieses Hub oder dieses Gateway interpretiert die Information und schaltet dann bei Unterschreiten eines Schwellenwertes, es ist zu dunkel, ganz einfach, automatisiert das Licht an. Da reden wir, wenn wir sowas selbst bauen, Kostenbereich so um die 10, 12 Euro. Genauso wie die WLAN-Steckdose, die wir für 50 Euro kaufen können, die könnt ihr zu Hause für locker 8 bis 9 Euro umsetzen. Da ist nicht viel drin. Das ist ein Relais, das ist ein MCU und Punkt, das war's. Spannend. Auch zu empfehlen, gerade mal, wenn es um Schaltplatinen oder Platinen im Allgemeinen geht, wenn ich meine ersten Schaltpläne machen möchte, guckt euch mal Fritzing an, stammt von der TU Berlin, glaube ich, ist kostenlos, da kann ich diese ganzen Schaltungen relativ einfach mal umsetzen und dementsprechend mich orientieren. Das ist ein Beispiel, wie es auf einem Breadboard so mal zugehen kann. Hier haben wir einen klassischen Node-MCU, ein ESP, da hinten ist ein kleines Gerät, ein Inner-219, mit dem wir Strom und Spannung messen können. Dann packen wir das Ganze, wir müssen dann noch nicht mal löten, in ein Gehäuse und dann geht es darum, diese Daten zu interpretieren und auszuwerten. Das Maß der Dinge fürs Monitoring in meinem Fall ist PRDG. Da kann ich auf eine relativ einfache Technik zurückgreifen, die sehr flexibel ist, wo ich ohne großen Aufwand eben diese Daten aus den MCUs auslesen kann. Und genau das haben wir hier gemacht. Hier lesen wir also Lichtstärke, Signalstärke, also das WLAN-Signalstärke dementsprechend aus. Wie sieht es dann aus, wenn wir das visualisieren? Hier diese PDU, was wir gerade auf dem Breadboard gesehen haben, da haben wir mehrere Messungen, da ging es gerade um diesen Tiefschlafmodus, den ich vorhin eingangs erzählt hatte zu der Wetterstation. Wir wollten wissen, wie weit sinkt der Verbrauch ab, wenn wir in den Tiefschlafmodus gehen, also er ist nicht mehr existent, wir sind im Picoampere-Bereich und genau für solche Zwecke eignet sich dieses Monitoring, weil ich dann 724 ein ganzes Jahr, zwei Jahre, drei Jahre Rohdaten verwenden kann, keine Datenaggregation, die Daten werden also wirklich im Rohzustand gespeichert und ich kann sie dementsprechend analysieren und bewerten. Was PRDG auch ganz gut umsetzt, ist die allgemeine Integration von Dingen, die aus dem IoT und aus dem Industrie 4.0-Umfeld kommen. Hier ein Beispiel, so könnte es aussehen, wenn ich meinen Drucker überwache, meinen 3D-Drucker wohlgemerkt. Auf deren Homepage finden sich dementsprechend die Anleitungen, wie ich mit den jeweiligen Sensoren, HTTP Push Data Advanced Sensoren arbeite. Die sind relativ einfach. Ich definiere ein Ziel, dort soll es hingehen, IP-Adresse, DNS-Name, es gibt eine Portnummer und aus Sicherheitsgründen noch einen Token zusätzlich zum TLS. Und das war es auch schon. Und dann kann ich natürlich für mich individuell entscheiden, ich hätte gerne noch ein Display. Dann sind wir wieder bei der klassischen Wetterstation. Das muss ja nicht so ein kleines OLED-Display sein, das kann ja auch gerne ein größeres sein. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sensoren anbringen, nochmal zusammengefasst, ist einfach. Der MQ7, wir haben das auch am Stand bei uns, wir messen da die schlechte Luft. Habt das zu Hause auch, meine Tochter, Teenager, freilich, kommt nicht mehr auf die Idee, ab und zu mal ein Fenster aufzumachen. Das ist total super. Also bin ich hergegangen, den Sensor angeschlossen und immer wenn der CO2-Gehalt nicht mehr passt, schaltet sich automatisch über die API ihr WLAN aus. Ist so. Dann hörst du, Baba! Dann ist das Fenster offen, dann ist das WLAN wieder an und dieses Spiel wiederholt sich jeden Tag. Okay. Jetzt kommen einfach nur ein paar Beispiele. Licht in Lux messen.
So könnte es aussehen, wenn er diese Funksteckdosen aus dem Baumarkt, 433 MHz oder 866 MHz, schalten wollte. Das könnte er mit Ledunia super einfach machen. Das heißt, Ledunia wird dann, also der ESP selbst, zu einem Webserver, der dann hier bis zum Christbaum an und aus alles schalten kann, je nachdem, welche Endverbraucher da dran stecken. Sieht dann zum Beispiel so aus. Diese Dinger liegen hier so preislich um die, na, knapp unter einem Euro. Können wir direkt anstecken und direkt ansteuern. Zusammengenommen, es gibt unzählig viele Projekte, die wir umsetzen können. Wir können grafische Oberflächen direkt von dem ESP mit anbieten und beziehungsweise mit implementieren oder wir koppeln die Daten an die Cloud mit an. Ich bin gleich soweit. Eine Sache noch zum Schluss. Wir sprechen von Headless-Systemen. Also wir haben keine Tastatur, wir haben keine Maus dran. Wie bediene ich denn sowas? Ich will ja nicht jedes Mal, wenn sich meine IP-Adresse oder ein DNS-Name ändert, dieses Gerät an den PC anstecken, die Arduino-IDE aufmachen und irgendwas tun. Das kann man machen, wenn man Zeit hat. Ich habe zwei Kinder, ich habe keine Zeit mehr. Dann können wir Folgendes machen. Wir schaffen uns ein sogenanntes Captive Portal. Das kennt ihr aus einem Hotel beispielsweise oder von der Messe. Da kommt er ja auch mit eurem Notebook an und dann müsst ihr einen Benutzernamen und Passwort angeben und erst dann kommt er zur eigentlichen Anmeldung im WLAN. Wir haben das mit Ledunia genauso gemacht. Das ist ein kleines Beispiel. Ich nehme den Ledunia mit, stecke ihn irgendwo in einer fremden Umgebung an. Ledunia wird jetzt also bewerten, feststellen, alle diese Access Points, die da sind, die kenne ich nicht. Also mache ich mich selbst zum Access Point. Das ist das Captive Portal. Dann habe ich eine grafische Oberfläche, die ich über den Webbrowser bedienen kann. Dann wird Ledunia automatisiert hier die verfügbaren Access Points auflisten. Ich trage meine Zugangsdaten, die Credentials ein mit der Passphrase fürs WLAN und dementsprechend gehe ich auf Speichern und schon ist dieses Gerät in der neuen Infrastruktur integriert, ohne dass ich einen PC in die Hand nehmen muss. Und dann, wenn wir soweit sind, können wir unsere eigenen Projekte umsetzen. Hier einen Bewegungsmelder, auch den haben wir bei uns auf dem Messestand, der dann dementsprechend neben der Tatsache, dass er in der Nacht beim nächtlichen Gang aufs Klo das Licht anschaltet, ist kein Persensor in dem Moment, das ist irgendeine Störung, nebenbei auch noch die Lichtstärke misst. Das heißt, erst wenn das Licht einen Schwellenwert unterschritten hat, aktiviert sich das Gerät und dementsprechend erst dann wird die Hausautomation betrieben. Naja, das ist das Beispiel mit dem Huhn eben. Das Wellnesslicht mit den WS2812B, sprich Neopixel-LEDs, die können wir alle nativ damit betreiben. Da springen wir drüber. Wenn wir dann noch eins oben draufsetzen und eine kleine API mit anbieten, können wir mit Remote-Software, also mit Remote-Controllern, Applikationen für Smartphone beispielsweise, inklusive Blink, unser Licht in allen Farben bis hin zum Lieblingston meiner Tochter Rosa umsetzen. So, ich glaube, jetzt sollte ich langsam mal zum Ende kommen. Hier nochmal zusammengefasst, die Betriebsmodus, die in der Regel so ein ESP mitbringt, der aktive Modus, also sprich voller Verbrauch inklusive aktiven TCP-IP-Stack und WLAN. Im Schlafmodus könnt ihr hergehen und einzelne GPIOs gezielt ausschalten. Ja, wenn ich die nicht brauche, brauche ich sie nicht anlassen, brauchen sie nämlich nur Strom und verbrauchen Strom. Und wie gesagt, der Tiefschlafmodus, der wirklich in den Pico-Ampere-Bereich Verbrauch reingeht, dann könnt ihr das Langzeit-Data-Locking betreiben. Die Komponenten, die wir nicht brauchen, sind einfach alle abgeschalten und zyklisch in einem vordefinierten Zeitraum schaltet sich das Gerät automatisiert wieder an. Strom sparen. WLAN. Wer sich für ein Thema interessiert, wer sich für einen MCU interessiert, guckt einfach mal so, dass er ein Gerät erwischt, das möglicherweise auch einen Anschluss für eine externe Antenne hat. Das macht Sinn, gerade mal, wenn die Infrastruktur eh schon überladen ist mit anderen Netzen. Ist WLAN an, Microcontroller Unit auf ESP8266 Basis stellt dann immer noch 80% ihrer Ressourcen bereit. Das heißt, das wird nicht so knapp. Was Ledunia anbelangt, haben wir eine stabile Taktung von 160 MHz. Und wie update ich sowas? Ich habe das irgendwo im Keller ins letzte Eck gebaut, weil ich möchte wissen, ob der Schimmel kommt und die Luftfeuchtigkeit stimmt. Muss ich nicht mehr ausstecken. Das machen wir over the air. Also, zwei Möglichkeiten. Arduino IDE scheidet aus, weil da müsste ich anstecken. Nein, ich kann das machen über den Webbrowser. Das heißt, ich kann meine Datenpakete direkt zum Updaten in den Ledunia
einschieben und Alternative 2 über einen HTTP-Server, sodass sich der MCU automatisiert diese Daten von dem HTTP-Server bezieht. Das heißt, wir schieben die Binary auf den HTTP-Server und der ESP, der Ledonia, guckt regelmäßig nach, gibt es ein neues Update und er spielt automatisiert dieses Update ein. So, und damit sind wir schon am Ende. Schon ist gut. Use your imagination. Vielen Dank.